Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. So, wir wechseln gerade nochmal den Truck. Wir sind hier ja gerade am Beladen. Und ich habe jetzt was gesehen in einem Video. Also einmal, wenn ich es richtig sehe, wir brauchen immer drei. Wenn ich das jetzt... Müssen wir aber gerade mal nochmal austesten. So. Und vor allen Dingen, wenn ich hier so ein... mir so ein Dings hier schnappe. Dann müssten hier... Dann hätten hier eigentlich so Punkte sein sollen, die mir zeigen, ob richtig oder nicht richtig. Aber was ich sehe ist, wir brauchen auf jeden Fall drei. Vielleicht ist das auch das große Problem, was wir gerade haben. Ich muss mal gucken, ob ich hier die greifen kann. Die hier vorne sind. Ich fürchte nein. Aber wir testen das gerade mal. Mist. Wir haben ja auch noch welche. Ich fürchte aber, dass wir nur die greifen können, die hier in diesem Ding da liegen. Und dafür haben wir zu wenig. Wir brauchen immer drei Einheiten, um... Ja, ich habe es richtig vermutet. Können wir nicht nehmen. Okay. Gut, damit war der Truck hier überflüssig. Dann können wir den hier eigentlich ausmachen. Können rüber zu dem gehen. Zu dem Azov. Hallo? Warum kann ich da jetzt nicht rüber wechseln? Jetzt. So, da müssen wir doch tatsächlich hier hinfahren und dort holen. Hier die Stämme haben nicht gereicht. Ich brauche immer drei Einheiten pro Dings und wir hatten vier. Damit ging das natürlich jetzt vollends in die Hose. Das heißt, wir fahren hier lang, tanken, fahren dann hier Stämme holen zum Bahnhof. Und die Fracht kann ich mal entfernen. Die sind alle grün. Das große Problem ist tatsächlich, der hinten hat einfach zu wenig. Warum konnte ich die jetzt nicht entfernen? Ach so, ich muss ankreuzen. Ich depp. Hä? Ich würde ja gerne ankreuzen. Wie bestätige ich das jetzt? Hm.
gerade nochmal Truck wechseln. Ich krieg meine Maus nicht mehr wieder. Kurzen Moment. So, jetzt geht's wieder. Dann lassen wir die Fracht einfach mal da drauf. Und gucken mal, dass wir jetzt zum Bahnhof kommen. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Beim Bahnhof haben wir, glaube ich, unbegrenzt Kapazität. Hier leider nicht. Aber gut. So, tanken wir gerade. Ja, das hatte ich so nicht erwartet. Deswegen gucken wir, dass wir jetzt nochmal neu laden. Beide beladen. Geht dann nicht anders. Wow. Ich würde gerne nach da vorne verbinden. Geht aber nicht. Egal. Ach, da war mal wieder ein Stein versteckt. Deswegen ging das nicht mehr vorwärts. Ich hoffe jetzt nur, dass uns das die Stämme darauf keine Probleme bereiten, aber zur äußersten Not verkaufe ich den Anhänger, fahre in die Werkstatt und kaufe den Anhänger wieder. Dann sind wir wieder bei Null. In die Werkstatt sollte ich sowieso, dass wir dort tanken. Das wäre, glaube ich, kein Fehler. Ja, dann müssen wir doch tatsächlich alle Male wieder zum Bahnhof zurück. Aber okay, ist dann so. War ein Versuch wert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich weiß gar nicht, warum sind da 4 Einheiten gewesen, wenn ich mit 4 Einheiten kann ich gar nichts anfangen. Ich brauche immer mindestens 3, dass es als voll gilt. Wie ich jetzt gelernt habe. War mir vorher so auch nicht bewusst gewesen. Dann machen aber 4 Einheiten, wie gesagt, halt überhaupt keinen Sinn. Dann hätten es 6 oder halt 3 sein müssen, um halbwegs Sinn zu ergeben, aber na gut. Vielleicht gibt es auch Fahrzeuge, wo nur eine Einheit reicht, ich weiß es nicht. Hier jedenfalls nicht. Also wenn ich jetzt den Anhänger abkoppeln würde, könnte ich den Truck quasi wieder beladen, aber es macht keinen Sinn. Weil ich brauche noch 4 Fuhren, dass ich dann mit der einen Fuhre dahin fahre, weil ich muss trotzdem dann zweimal zur Werkstatt zurück. Das ändert sich nicht. Dann können wir auch direkt zur Werkstatt zurückfahren. Dann kann ich den Holzladekran vielleicht noch wieder verkaufen. Bringen wir den bei Gelegenheit zur Werkstatt zurück und verkaufen den. Und gucken mal, ob wir dafür was Sinnvolleres kriegen. Weil dann macht er wirklich gar keinen Sinn.
Außer ich kipp das Ding mal auf die Seite oder so. Und die Ladung fällt runter. Dann brauche ich tatsächlich den Holzladekran zum Beladen. So, wir gucken jetzt mal, wie wir den beladen kriegen. Ob wir den beladen kriegen. Wenn nicht, ab in die Werkstatt, Anhänger verkauft, neu gekauft, fertig. Also war die Lage gar nicht mal das Problem, sondern tatsächlich die Anzahl. Das hätte er mir aber auch sagen können. Weil wenn ich auf Entfernen gehe oder wenn ich auf Ladung gehe, dann zeigt er mir alles grün an. Das ist das, was es auch anzeigen muss. So, Frachtverwaltung. Mittelgroße Stämme. Anhänger, zu wenig Platz. Das heißt, wir... Wir fahren in die Werkstatt, verkaufen den Anhänger. Beziehungsweise nur Anhänger verkaufen, sollte vielleicht sogar reichen. Wobei die Werkstatt natürlich dann auch den großen Vorteil hat. Wir sind wieder getankt. Wir haben gleich nochmal wieder 50 Liter mehr Sprit. Also Anhänger verkaufen, ab in die Werkstatt, Anhänger kaufen und dann aufs Neue. Bisschen holpriger Start, ne? Aber gut. So, machen wir mal Licht. Wird schon wieder dunkel. So viel Zeit verplempert. Ja, das nächste Mal weiß ich's, dass ich das gar nicht mit dem Kran versuchen muss. Das war mir echt nicht bewusst, dass ich da immer drei Stämme brauche. Gut. Kaufen wir auf dem Rückweg. Ups. Ja. Jetzt müssen wir definitiv in die Werkstatt. Wow. Wir haben nämlich einen Plattfuß hinten. Einmal Werkstatt. Ja. So. Werkstatt verlasse. Kann ich eigentlich... Nee, wir verlassen die Werkstatt, ja. Nee, da kriege ich keinen Holzladekran davor. Definitiv nicht. So, Holzladeanhänger. Hier liegt ein Holzstück rum. Und wir müssen gerade mal auf... die Uhrzeit wechseln. So. Gut. Komplizierter als gedacht. Aber ja, einfach nur weil zu wenig Erfahrung, was Holz angeht. Das nächste Mal weiß ich's, dass wir das gar nicht versuchen müssen. Wenn da vier Einheiten stehen. War übrigens gar nicht so einfach, auf YouTube ein Video zu finden, wo das einer mit dem Kran verlädt. Das machen offenbar nicht viele.
Bei Maduana hatte man ja gar nicht die Auswahl. Da musste man. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, mittelgroße Stämme. Wir haben nur 6. Ach so, nee. 2 von 6 haben wir geliefert, genau. Hier haben wir unbegrenzte Anzahl. Laden. Und laden. So. Okay. Haben wir das... Ups, lalalala. Auch geklärt. Das wäre fast schief gegangen. Das wäre beinahe ziemlich schief gegangen. Aber jetzt sind wir wieder auf Kurs. Jetzt können wir wieder transportieren. Ja, den Ladekran, den kann ich dann tatsächlich wieder verkaufen. Den Truck dazu muss ich mal gucken. Tendenziell aber auch. Dann würde ich hier drauf vielleicht Pritsche mit Kran montieren. Das müsste ja eigentlich gehen. Dass er dann trotzdem Anhänger anhängen können. Dann könnte ich den Cat nämlich auch noch verkaufen. Aber als erstes machen wir hier mal die Farmlieferung fertig. Einfach mal von der Straße abkommen. Kann man machen, sollte man aber nicht. So, dann haben wir gleich, oder in der nächsten Folge dann 4 von 6. Die 6 von 6 kriegen wir dann auch noch voll. Dann funktioniert das auch. Naja, mittelgroße Stämme habe ich, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal transportiert. Wir haben bisher immer hin und wieder mal Langholz, aber auch sehr selten. Ich muss da echt noch ein paar Aufgaben fertig machen auf den anderen Maps. Aber jetzt sind wir erstmal hier dran. So, einmal Kurve. Insgesamt funktioniert das ja relativ gut, ne? Müssen wir jetzt hier schon abbiegen? Ne, einen weiter müssen wir noch. Einen weiter. Hier geht's nämlich zu unserem Reparaturding. Und wir müssen jetzt hier abbiegen, glaube ich, ne? Genau, da müssen wir durch. Ups.
Das, meine Lieben, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.